Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Ich dachte mal, einen Tag im Leben von Blocky, ich nehme euch mal mit, von morgens bis abends, was heute so abgeht. Wir quatschen ein bisschen, wir grillen wahrscheinlich ein bisschen und so weiter und so fort. Ich habe euch mal meine tägliche Morgenroutine abgefilmt, aber auch schon für TikTok und Instagram, deswegen einmal im Hochformat leider. Aber so beginne ich meinen täglichen Morgen, deswegen einmal Mats ab. Einen wunderschönen guten Morgen, Berlin. Wir stehen jetzt zusammen auf. Wir haben 7.25 Uhr und ich zeige dir mal meine tägliche Morgenroutine. Um den Körper in Betriebsbereitschaft zu bringen, gibt es erstmal einen ganzen Liter Wasser auf Ex. Wer denkt, das macht er nur fürs Video, dem ist weit gefehlt. Das mache ich jeden Morgen. Übrigens das beste Wasser. So, und dann gibt es erstmal ein schönes, ordentliches Glas Bio-Rote-Bete-Saft. Schützt deine Zellen und Gefäße, ist super fürs Herz. Antioxidantisch, ne? Gleich am Morgen rein damit. Aber dazu geben wir uns noch einmal Schwarzkümmelöl, OPC, 5-HTP und einmal ein schöner Vitaminbooster. Ich habe dazu letztens ein lustiges Kommentar gelesen. Die Morgenroutine deiner Ex-Freundin ist der Johnny aus dem Aschenbecher von letzter Nacht. Real Talk, da muss jemand bei ihr übernachtet haben. Step 2, rein damit. Das habt ihr mal übersehen. Das dient natürlich nur Massagezwecken. Jetzt gibt es noch zwei Kaktusfrüchte und eine Feige. So, und jetzt ein Käffchen, dann zum Friseur und dann kann der Tag starten. Wie beginnt ihr euren Morgen? Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. So, mal ganz private Einblicke hier. Das ist mein erster Blick am Morgen in meinem wunderschönen, hergerichteten, individuellen Schlafzimmer. Alles schön weiß, positiv, ne? Damit man schön in den Morgen startet. Wie gesagt, die Morgenroutine haben wir hinter uns. Jetzt stehen wir auf, ich gehe schnell duschen. Kaffee habe ich auch schon in Tuss. Und dann geht's erstmal zum Friseur. So, jetzt bei Goldcut. Hier Göckern beim Friseur. Die Leute kommen hier hässlich und dann geh raus, hübsch sein. Mal sehen, ob das klappt. So, willkommen euch bei Goldcut. Kommen Sie hässlich und gehen Sie raus, hübsch. Das ist meine Arbeit. Wie ist die Adresse? Goldcut, Havel Passage Nummer 9. Bitte, bitteschön. Göckern, was machst du eigentlich beruflich? Friseur. Sicher? Ja. Habe ich zwei Brötchen. Bin mir da nicht so sicher. Baustelle und Friseur. So, ein paar Brötchen im Gepäck und Zeberrollen. Erstmal frühstücken, dann geht's ins Studio, denn ich muss noch ein bisschen arbeiten. Komm, Freunde, privat wie noch nie. Ganz kurzer kleiner Einblick in mein Zuhause. Hier die ganzen Wasserkästen von gerade aus dem Video. Hier natürlich Dolphins-Fan, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Hier noch die gute alte Glücklert-Tapete. Hier geht's weiter. Das ist natürlich auch ein Original hier. Aus Amerika, ganz, ganz selten. So ein 3D-Ding. Das wiederholt sich die ganze Zeit hier in der Wohnung. Gegenüber das Riders-Logo, so ein bisschen in Reality. Und hier Jane und Waddle, so ein bisschen auf Kabine gemacht. Hier die alte Küche, wo wir damals drin gekocht haben, kennt noch jeder hier. Die alte YouTube-Küche. Hier ganz legendär der Daisho-Kühlschrank noch. Geschenk von Attila Hildmann gewesen, aus guten alten Zeiten. Ja, und hier kommen wir rein ins Wohnzimmer. Hier so die Tür, mit dem wir schon alles zusammengearbeitet haben. Und hier hinter der Tür die Liebe zu amerikanischen Sportarten. Die Sharks. Da hinten haben wir wieder... Hier wiederholt sich das wieder, Golden State, L.A. Ja, das ist hier die kleine, beschauliche Wohnung. Klein, aber fein. Ganz wichtig, in jedem Raum ein Kühlschrank, ne, dass man nicht so weit laufen muss. Badezimmer recht unspektakulär. Das Bett hier habe ich mir auch selbst bezogen, alles handmade, alles sehr individuell in meiner Wohnung. Ich mag es nicht, wenn es nach Domäne oder Ikea aussieht. Es muss alles immer so einen kleinen, besonderen, individuellen Touch haben. Hier die ganzen Schuhe, die ich habe. Hier steht auch noch alles drin voll. Da drunter. Hier geht's weiter. Drüben in der Kammer auch alles voller Schuhe. Natürlich Cappies ohne Ende. Meist von Dolphins, wie man mich kennt. Hier noch so ein paar geile Gimmicks. Natürlich auch von Dolphins.
Ne? Alles raufgelasert, keine Aufkleber. Tasten leuchten noch in Orange. Hier nochmal Dolphins hinten. Special habe ich nochmal hier von den Vikings. Natürlich wie immer Dolphins. Ne? Hier nochmal Merchandise, Fanwimpel von den Sharks. Mein Wackeltui. Dahinter natürlich wieder die Dolphins. Ja. Ja, und so chillen wir hier. Ich wohne jetzt hier seit 9 Jahren. Ja. In der Straße, wo Löwenzahn gedreht wird. Die neuen Folgen nicht mit Peter Lustig, der ist ja leider tot. Aber ja, da wird hier mal alles abgesperrt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Gegend im alten Landhausstil hier. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Worauf ich auch immer achte, sind frische Blumen auf dem Tisch. Mag ich, gibt eine gewisse Frische, macht ein bisschen was her. Ne? Die gönne ich mir mal einmal die Woche immer selber, auch als Mann. Finde ich ganz cool. Ne? Ja, Schlafzimmer haben wir am Anfang des Videos schon gesehen. Habe ich mir hier auch alles besprühen lassen. Bisschen freundlich, alles in weiß gehalten, dass wenn man morgens aufsteht, gleich einen freundlichen, schönen Blick hat und Bock auf den Tag hat. Ne? Da sind wir wieder. Ja. Ja, wunderschön. Nee, der hat mich gerade abgeholt. Wir machen uns heute einen Männertag, wa? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe Feierabend, du hast Feierabend. Jetzt gibt es einen schönen Männertag. Marlies ist nicht da. Die kommt ja viel später. Wir holen uns jetzt Grillzeug und, ne? Und dann geht's los. Ohne Worte. Hast du gesehen, die Leute haben sich gefreut, dass du wieder da bist. Die haben gesagt, endlich mal eine sympathische Folge wieder und so. Ach so. Ja. Echt jetzt? Mhm. Ich lese keine Kommentare, ich doch abgelehnt. Das sagst du mir schon, oder? Ja. Na, mich brauchst du nicht zum Saufen zwingen, Digga. Na, hast du doch gehört. Ja, mich auch nicht, aber ich bin Alkoholiker. Ich kann dich auch nicht zum Saufen zwingen. Nee, Alter, ich glaube, ich trinke mehr wie du. Ich bin Alkoholiker durch und durch. Aber wir können uns nicht gegenseitig zwingen. Nein, können wir ja nicht. Nee? Wir können uns nur... Nicht, dass jemand aus Versehen mal mitmacht irgendwo und dann rumheult. Das geht nicht, wa? Nee, das wird keiner machen. Ich glaube, manchmal übertrumpfen wir uns selber, oder? Also, apropos rumheult, ja. Ich wurde ja so gepeinigt unter jedem Instagram-Post und überall. Quasi auf YouTube zwecks PayPal spenden und ein gewisser Herr meinte, er hätte das niemals nötig, Geld von seinen Zuschauern zu nehmen. Und ja, plötzlich gibt es Kanalmitgliedschaften. Aber darüber habe ich mich gestern schon aufgeregt. Deswegen, ich plapper mir nicht nochmal das Maul fusselig und fange nochmal die ganze Thematik von vorne an. Ich blende mal ein, was ich gestern schon als Short und in meiner Instagram-Story gepostet habe. Okay, Dicker, jetzt habe ich alles gesehen. Du beleidigst und schikanierst mich wochenlang im Internet mit PayPal. Machst dann noch ein Statement darüber, wo es die Hälfte darum um PayPal geht. Sagst, dass ich mit den PayPal-Spenden Hotels in Hamburg bezahle. Und machst jetzt eine Kanalmitgliedschaft auf, damit ihr mehr reisen könnt. Das ist natürlich komplett was anderes, ne? Ich habe alles gesehen, Freunde. Ich habe alles gehört, alles gesehen. Ich bin raus. Ob mir jemand 5 Euro bei PayPal schickt, um mich bei dem Werdegang meines Kanals zu unterstützen und bei meinen Reisen. Oder ob jemand 5 Euro dir per Kanalmitgliedschaft schickt und dafür darf er vielleicht ein Video ein paar Stunden früher sehen, ist absolut das Gleiche. Weil deine Worte waren es ja, dass ich so neidisch auf dich bin, weil es bei dir so gut läuft und du so viele Kooperationspartner hast und dass du das nicht nötig hast. Dann richtet man auch keine Kanalmitgliedschaft ein, weil dann läuft ja alles von selbst, ne? Irgendjemand muss doch die Tankfüllung bezahlen, oder nicht, wenn wir irgendwo was unternehmen, oder? Ja, deswegen auch nochmal, der PayPal-Link ist hier unten, ne? Alles klar. Wunderbar. Peace. Andere machen es ja auch. Dicker, mach dir doch mit Marlies so ein Partnerprofil bei markt.de. Erotikmarkt.de und dann sagst du Partner sucht Partner. Hey, so. Das habe ich schon mal gemacht, nachts mit einer Freundin. Da haben wir noch einen Spielgefährten gesucht und dann haben wir uns da als Partner angemeldet. Die haben sich im Sekundentakt gemeldet. Was meinst du, wie viele Partner darauf Bock haben? Ich glaube, Tausende, Millionen. Wie sieht es da mit dir aus? Nee. Ich mag nicht, dass einer in meinem Bett da rumliegt, den ich nicht kenne. Wenn du da liegst, ist es kein Problem, aber die anderen, nein. Das ist echt krass, ne? Das ist echt krass, ne? Das musst du dir vorstellen, du liebst deine Frau und dann kommt da ein anderer Typ mit seiner Frau und legt sich da mit dir ins Bett rein, wildfremd. Oh nee, da habe ich gar keinen Gedanken von dir. Ey, das ist schon krass. Rein. So ab zu Getränke hoffen wir. Genau. Das war ein geiler Einkauf. Aber wir hatten einen ganzen Party-Einkauf für 10 Mann umsonst einfach. Ja. Plus Zigaretten. Und 8,20 Euro noch wiederbekommen, Digga. Nur wegen Pfand, Digga, ist da passiert. Das war ich so viel Wasser trinke. Ja. Wir haben die ganze Kiste Wasser zurückgebracht und ja, so Kleinkram. Ja. Fast 100 Euro.
Die Verkäuferin sagt so, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil das kann eigentlich gar nicht sein, weil wir haben so viel gekauft. Ey, du hast ja auch 20 Kisten Wasser da abgegeben. Gefühlte. Ja. So, jetzt Grillzeug. Auf jeden Fall. Wollen wir was bei Lidl oder was? Ja, ist besser. Weißt du, darauf hin ist geil. So, wir haben Déjà-vu, weil wir waren hier letztens schon. Ne? Wer die Folge nicht gesehen hat, letzte. Ja, genau. Die letzte Folge, unser Lidl-Einkauf. Ja, Dankeschön für euer schönes Feedback unter der Folge. Die Kommentare waren gut. Gefällt euch anscheinend. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, checkt die mal bitte ab. Ne? Oh, okay. Hey, komm, das letzte. Wollen wir uns so kleine Burger einfach machen heute? Ganz unspektakulär. Reicht doch völlig. Ja, mit den Dingern? Ja. Ne? Alles klar. Guck mal, nur eine Menge da. Ja, ja. Die haben wir auch schon in der letzten Folge. Die holen wir uns jetzt. Definitiv. Digga! Was hältst du davon, wenn wir uns Bratwurstburger machen? Wir holen das hier so raus, machen daraus Patties, legen das drauf, haben wir so eine Bratwurstburger. Auf dem Platz zur Oma meinst du, ja? Was? Auf dem Platz zur Oma. Genau. Gut. Ja, ja, haben wir schon. Ja, ja, okay. Bist du alleine? Ich bin alleine, ich komme von der Arbeit. Hier trifft man sich, siehst du? Ja, ey, heute geht es gar nicht so ums großartig Kochen, Essen. Eher so um Gemeinsamkeit, ne? Wir wollen ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, ein bisschen mit euch quatschen. Einfach so. Auf entspannt. Wollen wir die mal testen einfach? Ja. Bio-Rindfleischburger? Ja, Bio. Von, ja, komm, probieren wir aus. Fertig. Was machen wir rauf? Käse? Ja. Käse einfach, einfach Cheeseburger. Ja, Cheeseburger. Hast du Senf-Ketchup da? Müsste ich haben. Ja, ganz normale Cheeseburger. Ja. Senf und Ketchup hast du da? Ja. Seit wann? Was? Seit wann? Wenn ich kaufe. Normal. Sicherheitshalber kaufen was, wenn ich nimm's mit. Ja, weiße Zwiebeln wären natürlich, diese süßen Weißen wären am besten, aber... Ja, nee, das sind die nicht, aber dann nehmen wir halt einfach die. Die gelben schmecken auch sehr lecker. Ja? Die sind auch sehr süß. Eine Gemüsezwiebel reicht. Genau. Schön fein schneiden. Ja. Die rosa, den gehen eigentlich auch. Ah, sind zu viele jetzt. Komm, ey, heute ist egal. Ja, heute ist eigentlich ruhig. Komm, wir müssen. Aber Digga, was gehört auf dem Cheeseburger noch drauf? Saure Gurken. Ja, stimmt. Gurken habe ich da. Aber brauchen wir noch. Saure, komm, wir fragen Sie. Junge Frau, so Scheiblettenkäse einfach so abgepackt? Im allerletzten Gang. Im allerletzten Gang. Jetzt wird Händlers schnelle Nummer, denke ich mal, was? Ja, guck mal, sogar guck mal den Ketchup an. Das sieht jetzt hier nicht nach Goldies aus, aber... Aber wir machen es trotzdem besser. Es ist einfach eine, ist einfach eine Grundlage. Doch, ist geil einfach. Händlers schnelle Nummer, ja. Es heißt jetzt Blocki schnelle Nummer. Bei mir gibt es keine schnelle Nummer, Bruder. Wir schneiden uns die einfach auf, die Würste. Und machen uns daraus einfach hier Burger-Patties, oder? Haben einen schönen Bratwurstburger. Das ist doch voll geil. Die Dinger sind schon vorgewürzt. Die haben einen geilen, deftigen Geschmack. Ne? Und innen aus Basta. Schöne Bratwurstburger. Schöne deutsche Burger. Ein deutscher Burger. Ja. Ey, wir haben es total simpel gemacht. Hier einfach geschnitten. Jeder macht sich selber. So wie damals bei Mutti zu Hause. Halt nur mit den geilen Brioche-Dingern da. Die braten wir uns jetzt auch nicht in Butter an oder großartig. Wir machen einfach jetzt so ein Männer-Ding hier draus. Wa? Ja, natürlich. Sind ja unter uns Schweden. Scheiß drauf. Mach aus da. Wunderbar, schaut mal. Die sehen ja gut aus. Müssen nicht immer Smashburger sein. Und da ist er. Ne? Wenn der nicht schmeckt, ich weiß auch nicht. In 2 Sekunden, ne? Ja. Wie lange er braucht? 5 Minuten? Ja. So ist das schön hier, ne? Wir beide. Ja, alleine. Ist geil, wa? Ey, ich würde ja nicht denken, dass das mal eine Wurst war. Ey, so genial würzig. Lecker, wa? Ah, ja. Übergut. Aber auch diese Brioche-Buns hier, die sind ja knaller. Also. Unglaublich. Ohne Witz jetzt, ja, also ist kein Spaß. Ich würde dem Burger vor Goldies vorziehen. Weißt du warum? Erstmal, weil er von dir ist und zweitens, weil ich das noch nie so gegessen habe. Also ich würde jetzt nicht Goldies vorziehen, aber es ist schon, geil. Nee, doch, für mich ist gut. Für mich ist gut. Aber das ist schon geil für zu Hause zu selber machen. Wenn ihr einen Lidl um die Ecke habt und ihr habt diese Dinger, einfach eine Bratwurst mit Käse und einfach hier Senf, Ketchup, Zwiebeln, das ist schon großartig ist lecker, wa? Das ist eine Hausnummer. Ja. Geil. So, da ist er. Ne? Das ist grandios. Ja, ist echt gut, ne? Ja, ey, ich hätte nicht gedacht, ey. Ehrlich, dass der Biofleisch so dermaßen abreißt. Hm, schön medium gebraten, schön rosa in der Mitte. Schaut mal, ne? Das ist perfekt. Mm. Das ist echt lecker, ne? Ohne zu übertreiben, Alter. Wenn ihr einen Lidl um die Ecke habt, ey, wirklich nur die Dinger. Ganz, ganz fein geschnittene Zwiebeln, ein paar Gewürzgurken, Senf, Ketchup, Cheddar-Käse. Fertig. Lange nicht so guten Burger gegessen, oder? Ja. Ey, der war, also dieses Brioche-Bun gepaart mit diesem Bio- Fleisch, aber auch Bratwurst war krass. Ey, krass. 2 Euro irgendwas. Boah, was, das war das lecker, Alter. Ja, ist gar nichts. Ich dachte gerade, okay, ein bisschen Schrott, nur Magen verkriegen. Es war sensationell lecker.
Deswegen trinke ich nur mit dir. Ja, ach, ey, ja, ist doch egal. Ja, weil dann der Vibe stimmt. Ja, dann stimmt es doch eben. Dann sehe ja, was die anderen sagen. Ja. Weißt du, ich meine? Also, ist doch nicht dein Problem, was die anderen denken. Simon meinte gerade wieder, wollen wir die Namen nicht nennen, ne? Nee, besser nicht. Zwei bekannte YouTuber aus unserem Essensbereich. Genau. Was war da? Die Körpersprache von den beiden zueinander so. Das war ja, was ich dir damals mal gesagt habe. Ne? Was sind jetzt nun deine Freunde? Sitzen die mit dir beim Grillen? Sitzen sie nicht? Weil ich kann mir bei der Körpersprache, was ich da gesehen habe, nicht vorstellen. Das ist unangenehm. Ja, du kannst also, es nicht gucken. Du kannst es nicht gucken. Sie war meinte gerade, gehen die danach auch noch ein Bier trinken oder geht jeder seinen Weg und die nach Hause? Natürlich, die Kamera ist aus, dann quatschen die noch zwei Minuten am Auto. Und dann gehen sie nach Hause. Und dann verpisst sich wieder jeder und jeder geht seinen Weg. Das machen die nur für Reichweite, um sich da zusammen zu zeigen. Oder wie das heißt. Keine Ahnung, Digga. Aber das ist mir immer zu unangenehm gewesen. Ja. Und dann denken alle, dass die so cool miteinander sind. Das ist reines Business. Ist ja auch so. Ja, also, ich war bei manchen Sachen mit beiden. Ja, das ist mir viel zu blöd. Das sind so unangenehme Gespräche. Und du so, ja, und ist du normalerweise auch so? Und dann machst du Kritik, weißt du noch? Und machst du Kritik? Nee, aber das ist maximal cringe so. Ja. Und das ist halt nur, um die Reichweite zu steigern und sich wieder mal den anderen Publikum zu zeigen. Ja, das war. Haben wir am Anfang ja auch gemacht und habe ich ein, zwei Mal gesehen und dann fand ich es maximal unangenehm. Ja, muss man nicht. Und wenn ich es jetzt bei anderen sehe, so einfach die Kommunikation, die da herrscht vor der Kamera, ist jetzt nicht so, als wenn wir drehen. Wir lachen zusammen, wir liegen uns am Arm. Und danach geht es ja sowieso weiter. Und danach geht es ja weiter, ja? Genau. Aber das finde ich weh so, weißt du? Und dann drehe ich auch. Aber nicht so, ich mit dem, der mit dem, das ist, boah. Ja, du merkst auch, dass die Sprache, die überhaupt so, dieses Miteinander funktioniert gar nicht, wenn du das guckst. Ne? Wenn man sich trifft, dann denkt man so, ach, man umarmt sich. Ja, ach, echt so und wirklich und ja und wie, ja, magst du denn auch und wo gehst du sonst so hin? Ja, das sind so die Gespräche. Ja, am besten so, guten Tag. Ja, wenn wir uns begrüßen, Alter, werden wir ja nicht mehr von uns loslassen. Das ist ein ganz anderer Vibe-Content, ist ganz anders, weil wir uns privat verstehen. Deswegen bitte vergleicht uns auch nicht damit. Nee, das ist ganz niemals, kannst du nicht. Ja, weil wir sind ja in der Kamera, oder? Du bist ja nur der Fahrer. Ja, genau. Stimmt. Du bist ja nur der Fahrer, wir machen da sonst nichts. Ja, stimmt. Ja. Wir haben noch nie was gemacht, wir waren noch nicht mal verreist, gar nichts. Deswegen liegt auch auf seiner Couch hier gerade. Ja, und wir. Ich habe vorhin so eine kleine Roomtour gemacht. Wollen wir kurz eine kleine Gartentour machen? Kann man machen. Wollen wir Leuten mal zeigen, wie du wohnst? So ungefähr? Ja. Komm. Ist ja nicht ein Schlafzimmer. Kommt mit. So, guck mal hier erstmal hier. Überall gibt es hier. Ja, Minions sind hier vertreten, ne? Dann, ich glaube, ihr sammelt. Nee, nicht wir, bitte. Nicht wir. Deine Frau. Ja. Schneekugeln. Ja, und jetzt die beeindruckendste Ecke hier bei dir ist ja einfach die hier, ne? Ja. Also da. Sind genau. 100, da ist immer schief gelaufen. 127, nee. Die habe ich dir geschenkt, ja, der Marlies. Die hängt da auch. Und sie ist nicht meine Fahrerin. Nee, war komisch, wa? Komisch, wa? Guck mal, was die auch behält hier, diese Adventskalender. Okay. Ja, warte mal, ich habe ja auch mal irgendwo, hier. Sie hat sogar diese Zebra-Rollen, wo die Minions drauf sind. Die hat alles behalten, alles, was sie geschenkt hat, alles da. Komm, wir gehen in den Garten. Ja, komm, ab. Hier überall Minions. Kommt mit. Ja, voll schön hier. Das ist hier deine Grillecke. Ja, dann alles gedacht. Hier, guck mal, Grill, Windschutz. Alles haben wir hier hängen die Fännchen. Ne? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen hier. Komm. Hier die Ecke haben wir doch für uns, Simon. Also, dass wir das grillen können. Ab und zu mal, wenn wir was drehen wollen. Wenn. Ja. Und ansonsten sind wir ja nur privat hier. Ja. So, und dann haben wir hier, ist der Platz für die Mädels, falls ich mal welche mitbringe. Genau. Ja. Hier ist dann unsere Ecke oder gemeinsam. Genau. Und hier haben wir mehrere schöne. Ja, auch voll schön. Er sagt, er mag den nicht, aber guck mal, ich finde diesen Baum wunderschön hier. Ist das Baum? Ist ja so was, eigentlich so was. Eigentlich ist hinten Gebüsch, hast du ja da. Genau, genau so wie zu, guck mal, das ist einfach ein zu hochgewachsenes Gebüsch. Ja. Also krass, ne? Bestimmten Namen. Ja. Na, sowas wie das hier. Komm, wir gehen mal in die Ecke hier. Die Ecke, ja. Ja. Dann guck mal hier, er braucht immer 500 Packungen Batterien, weil hier überall, also nachts leuchtet hier die ganze Bude. Ne? Also man muss mal wirklich gucken, wie viel davon hier rumsteht. Das ganze Ding leuchtet wie ein Stadion, wie so ein Olympiastadion. Du rüsten mal gerade auf Solar. Oder? Ja, geil, guck mal hier. Den haben wir jetzt neu, ja. Den hast du neu? Den haben wir neu, ja. Den haben wir von Nachbarn abgekauft. Ne? Geil, was ist das, so eine Feuertonne? Eine Gasflasche. Achso, machst du Feuer drin? Genau, da macht man jetzt Feuer drin und die ist ja wetterbeständig und alles. Ist ja schau mal hier mit Dusche, alles, ne? Genau, da duschen wir dann eben, wenn es heiß ist mal. Ja, Mann. Da hinten ist, hier ist die zweite Ecke. Ecken über Ecken? Ja, überall. Ja. Dann haben wir hier eben unsere Gartenecke. Wo toll ist denn? Ja? Blüht das, ja, auf jeden. Na, da hinten ist eine Kammer, da ist alles drin an Werkzeug, was man braucht. Blüht das M noch? Das blüht noch. Ja, zeig mal, was hast du denn da gemacht? Ich habe das geschnitten, als du wiedergekommen bist. Für Marlies, ein M für Marlies. Guck mal, das ist auch ein richtig schöner Baum hier.
Ja. Guck mal, ein M für Marlies. Komm, wir gehen mal hinten rum und dann kommen wir da an, oder? Ja. Mal hier durch das M. Dankeschön. Beschaulich. Hier, guck mal. Kannst ja einmal rumgehen. Da hinten hast du... Hier haben wir eine Tonne. Ja? Na ja. Hier ist ein Gewächshäuschen. Genau, da habe ich euch auch aus Mallorca mal mitgebracht, oder? Genau, aber jetzt ist natürlich alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Okay. Komm, wir laufen mal weiter. Wir zeigen mal hier, wie schön die das hier haben. Ja, und das ist hier. Hier ist unser Steinbeet, was wir auch neu gemacht haben. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und hier nochmal, guck mal, so ein mächtiger, riesengroßer Baum. Schick, ne? Und siehst du ja, den habe ich ja extra nochmal. Toll, ne? Ja, hier wohnt Simon mit ganz viel Liebe zum Detail. Ne, vor ein, zwei Monaten hat es hier noch ein bisschen mehr geblüht. Genau, weil jetzt ist langsam die Zeit jetzt vorbei. Ne? Und natürlich überall. Wir haben umgerüstet, sozusagen Blüte. Also meist hat ja immer so, was Oktober anfängt zu blühen, dann macht sie dann im Oktober alles neu. Ja, sehr schön. Na, dann sehen wir uns nächsten Sommer hier wieder, wa? Ja, wir sehen uns andauernd. Also, davon mal abgesehen. Also, aber ich würde sagen, das war eine neue Folge, ne? Neue Folge, ne? Von? Richtig. Tschüssi, mach's gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Man muss ja auch nicht immer irgendwo stupide irgendwas essen. Wir essen noch hier. Ja, wir essen noch hier. Tschüssi, mach's gut, Nachbarn.